Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache hat seine Rückkehr aufs politische Parkett angekündigt. Er wolle mit einer neuen Bürgerbewegung für das Amt des Bürgermeisters von Wien kandidieren. Strache, der in der Vorgängerregierung in einer Koalition mit der konservativen ÖVP auch Vizekanzler war, war im Mai über die sogenannte Ibiza-Affäre gestolpert. Nach der Veröffentlichung eines heimlich aufgenommenen Videos, in dem er vor der Parlamentswahl 2017 einer angeblichen russischen Oligarchin Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfen in Aussicht gestellt hatte, war er von allen politischen Funktionen zurückgetreten. Die FPÖ hatte ihn nach dem Vorfall und einer Spesenaffäre zudem aus der Partei ausgeschlossen. Der Vorfall hatte zu einem Bruch der gesamten Bundesregierung und Neuwahlen geführt. Nachdem die ÖVP die Parlamentswahl im Herbst haushoch gewonnen hatte, regiert sie seit Dezember mit den Grünen. Die Landtagswahl in Wien findet voraussichtlich im Herbst statt. Straches Einzug in den Landtag ist nach Ansicht von Experten durchaus möglich. Dass der 50-Jährige tatsächlich Bürgermeister wird, gilt dagegen eher als unwahrscheinlich.